So, und wir starten direkt. Zack, da runter, genau. Dich brauche ich. In das dritte Level von Flower. Ich habe immer noch irgendwie einen leichten Rotstich. Das Rot ist zumindest intensiver. Das kriege ich jetzt aber auch nicht geändert. Das ist auch nicht allzu schlimm. Von daher genießen wir einfach mal offensichtlich die Sonne. Und die Stadt. Okay, das wird interessant. Wenn das die gleiche Stadt ist wie vorhin, ist es mittlerweile Tag. Und auch da blüht ein Baum. Also generell Natur. Verliert seine Blätter. Aber wir sind nicht in der Stadt, sondern spielen tatsächlich eine rosa Blume. Und haben da vorne ein großes Windrad. Und hier passiert viel, glaube ich. Wenn wir da gucken. Das sind aber nicht alles Blüten, die ich einsammeln kann, oder? Nee. Kann ich aber nur ein bisschen so durchfliegen, das ist aber nur schön. Okay. Und interessant, da hinten komme ich nicht lang, da sieht man wieder die starken Windströme. Oder doch, komme ich da nicht? Aber ich will nicht. Aber Mann, muss ich da durch? Ja, komm, schade. Okay. Nee, weiß nicht, es sah so aus. Vielleicht komme ich da später durch. Ich weiß es nicht. Aber welchen Weg gehe ich dann zuerst? Links, Mitte, rechts. Nochmal links. Fast die. Wow! Okay, what the fuck? What the hell? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das mache. Das hat gerade so ein bisschen Eigenleben. Muss hier erstmal irgendwie gerade. Wow. Also. Okay. Interessant. Was ist hier mit dem Grün? Also, das hat mich jetzt gerade ein bisschen geflasht. Das ging ja ratzfatz hier auf einmal. So ein bisschen was mit Achterbahn fahren. Aber wirklich nur ein bisschen was. Okay. Ich nutze also die. Ach, guck mal, wenn ich Gas gebe, dann gehen die weg. Dann gehen die. Ah, guck mal, ich kann scheinbar mir den Wind von diesen Windrädern da zunutze machen. Ist ja witzig. Aber im Moment habe ich echt das Gefühl, meine Pflanze hier hat ein bisschen ein Eigenleben. Also die ist auch ganz schön rasant unterwegs, obwohl ich eigentlich nicht auf den X-Knopf drücke. Autsch. Warum auch nicht? Ich darf ja nun solche Zwischenwege wie hier nicht vergessen. Also hier gibt es wohl wirklich vieles. Ich mag schon. Ich kriege da mal so einen kleinen. Ein extra Boost, wenn ich diese also Pflanzen einsammle. Ich sag's ja, das hier ist ein verdammt rasantes Level, wo es wahrscheinlich sehr einfach ist, irgendwas zu übersehen oder vergessen, aber ich werde dem Pfad hier jetzt auch erstmal folgen und kurz gucken, ob hier oben nicht noch irgendwas ist. Wie hier diese Blumen zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, wo die mich hinführen. Oder warum. Was mit denen da ist. Ist das alles so. Ist das alles so. Hier war ich doch schon. Warum habe ich denn da. Warum habe ich das denn übersehen? So nicht, meine Freunde. So geht's ja nicht hier. Mal gucken. Ah, jetzt komme ich wieder da hoch. Okay. War vielleicht nur ein alternativer Pfad? Ich weiß nicht, wo. Sollte ich denn jetzt eigentlich lang? Da ist noch nur. Ich will nicht sagen, dass ich gerade leicht überfordert bin. Schon ein sehr rasantes Level ist. Durchaus. Da.
Nichtsdestotrotz ist dieses Spiel einfach nur so beeindruckend schön. Ich finde es so schön. So, und auch wieder hier die Windkrafträder aktiviert. Windkrafträder, sagt man da eigentlich Windkrafträder dazu? Windräder. Windmühlen sind es nicht, aber Baumkraft. Hoppala, okay. So, wo nun? Wohin? Sag an. Wenn ich mal keine weißen Blüten, die ich übersehen kann, dann ziehe ich mal nochmal zum Start und gucke mal, wo ich rechts entlang. Ich hebe mir die Mitte für einen Schuss auf. Die Mitte hebe ich mir für einen Schuss auf, wobei ich war in der Mitte schon. War ich hier schon? Ach, war das der Anfang? Bin verwirrt. Bin ich? Nee, da ist der Anfang, da ist die Mitte. Da war ich noch nicht. Okay, dann gehe ich jetzt mal rechts. Dinger da ein. Das Gefühl übersehe ich sonst. Hier muss ich echt aufpassen. Sehen Sie, meine Blume bewegt sich komplett von allein. Also hier habe ich gerade tatsächlich gar nichts. Ich meine, ihr seht es ja, dass ich da gar nichts mache. Ja. Bin wirklich mal gespannt, was hier passiert. Geht auf jeden Fall ordentlich Wind. Jetzt habe ich die Mitte, ja gut, dass ich mir die Mitte für den Schuss aufgehoben habe. Jetzt habe ich die Mitte aktiviert. Ich bin aber definitiv noch nicht fertig hier. Ganz in Ruhe gucken, dass ich hier nichts vergesse, wie hier diesen Mittelpfad wieder. Ich hoffe, ihr hört mich, wenn ich so vor mich hin murmel. Weil ich habe jetzt schon länger nicht mehr Let's Play. Ich vergesse immer, dass ich ja laut denken muss, wenn ich denke. So, aber diesmal wahrscheinlich was richtig gemacht zu haben, denn da ist wieder meine Spezialblüte. Yay! Okay, da habe ich im zweiten Level völlig versagt. Aber ich sag ja, Gott sei Dank habe ich keinen 100% Run versucht, weil ich habe echt keine Ahnung, wo ich da im zweiten Level vergessen habe zu gucken. So, und jetzt komme ich tatsächlich da hinten hin. Ich mache hier mal den Wind zunutze und fliege durch dieses Tal der. Ja, Blumen und verliere hier. Ich, verdammt, komm nicht zurück. Ich hätte auf dem Boden entlang. Ah, damit. Ich will da echt nicht mehr zurück. Ich will zurück. Ich will. Ah, Mist. Okay, man merke sich fürs nächste Mal bitte auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Denn so habe ich definitiv einiges an Blume nicht mitgekriegt. Und hier verpasse ich wahrscheinlich gerade auch einiges. Deswegen, ich versuche zurück. Aber ich komme nicht zurück. Das heißt, ich verpasse hier schon wieder so viel. Nein, oh Gott. Verdammt. Okay. Also ihr habt jetzt gesehen, wie es nicht geht. Mal so wieder oben. Wie soll ich denn aber auf den Stein da oben die Blumen noch kriegen, wenn ich da nicht... Ich kann momentan echt nichts machen. Ich drücke nicht mal auf den X-Knopf. Ich bewege mich einfach so schnell. Okay, jetzt bin ich wieder hier.
Okay. Interesting. So, nehme ich jetzt mal hier die blauen an. So, hoffe, dass ich von denen keinen verpasse. Da war ich weg. Sowas passiert, wenn man den Akku der Kamera vorher nicht komplett auflädt. Ihr habt allerdings nicht viel verpasst. Ich werde in der nächsten Szene, beziehungsweise vielleicht sieht man es jetzt sogar schon, je nachdem, wo ich mich gerade befinde, das weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Ihr werdet nicht mehr viel von mir hören, ihr hättet auch nicht mehr viel von mir gehört, nur viel... weil dieses Spiel einfach so unendlich hübsch ist. Und ich bin jetzt auch zack ruhig. Ihr könnt das Ende des Levels dann in Ruhe genießen. Und glaubt mir, ihr werdet das genießen. In diesem Sinne, Wiedersehen. Wir sehen uns hoffentlich im vierten Part wieder. Und hoffentlich sehe ich euch dann auch. Thank you.